So, da sind wir wieder. Welcome back to Mass Effect in der Armax, ja, Arsenal Arena, beziehungsweise jetzt im Store. Wir haben zwei Silberbelohnungen bekommen, zwei Silberpreise, die wir beide in Bronzepreise eintauschen. So. So, kann ich hier eigentlich fast alles freischalten, wa? Jack? Grunt? Sie warten auf den Beginn des nächsten Kampfes. Und Prime Evil? Prime Evil? Das ist so eine Serie mit Dinosauriern. Kenne ich noch. Jacob? Samara? Und Kasumi. So, null Preise. So. An die Kampfsimulator-Wettkämpfer. Bitte bereiten Sie sich auf Ihre Kämpfe in der unteren Ebene vor. Ja, gucken wir doch mal. Ich habe jetzt wieder einiges freigeschaltet. Na dann. Balavon ist im Finanzgeschäft tätig. Was weiß der schon vom Kämpfen? Du verkaufst Modellschiffe an Touristen. Außerdem ist der Mann echt klug. Viele Leute sind klug, aber das heißt doch nicht. Und er schwimmt. Der nächste Kampf beginnt in Kürze. Wir wünschen den Wettkämpfern viel Glück. Bist du wirklich überrascht, dass er gewonnen hat? Ausrüstung ist nicht so wichtig, wenn der Spieler gut genug ist. Ich könnte Balavon in diesem Aufzug hier schlagen. Wirklich? Würdest du Geld drauf wetten? Wohl nicht, er ist verstummt. Ich bin weiter hochgerutscht. Yeah! Der nächste Kampf beginnt in Kürze. Viel Spaß bei der Show. Ja, ich will doch mal gucken. Wir hatten jetzt Geth. Nehmen wir erstmal eine andere Level-Auswahl. So. Spin Zone hatte ich zuletzt freigeschaltet. Nehmen wir doch mal die. Habe ich jetzt. Ach ne, ich habe ja gar keinen anderen. An die Kampfsimulator-Wettkämpfer. Nehmen wir nochmal Cerus. Sich auf ihre Kämpfe in der unteren Ebene vor. Wir haben erstmal nur Bodentruppen, okay. So, aber wir nehmen jetzt mal James und Jarvik. So. Der nächste Kampf beginnt in Kürze. Oh. Wir wünschen den Wettkämpfern viel Glück. Bilder für den Einstieg. Hour 20 Nachrichtenteam. Commander Shepard, die Reaktion von Hour 20 hat schon zahlreiche Berichte über den Kriegsverlauf gesendet und wir bitten Sie heute in einer kleinen Angelegenheit um Mithilfe. Wir suchen repräsentatives Bildmaterial als Einstieg für unsere Beiträge. Aber die meisten Aufnahmen von Schlachten gegen Reaper leiden unter schlechter Ausleuchtung, wackeliger Kamera und zu hohem Risiko bei der Beschaffung. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Armax Arena nimmt alle Kämpfe auf und wir hätten gerne Ihre Erlaubnis, die Videos von Ihren Kämpfen gegen Reaper-Feinde auf verwendbares Material durchzusehen. Die entsprechenden Formulare zur Verwendung liegen bei und wir werden Ihren Zeitaufwand vergüten. Um einen optimalen Effekt zu erreichen, wollen wir nur Sie auf den Aufnahmen sehen. Kämpfen Sie daher bitte im Simulator allein gegen Reaper-Feinde. Unsere Schnittabteilung erledigt dann den Rest. Mit besten Grüßen, Lara J. Delante, ausführende Produzentin Hour 20 mit Azad Carter. Hour 20, sagen wir es mal lieber so. Allianz News Network. Aha. Ja, Reaper kann ich aber noch nicht wählen. Der nächste Kampf beginnt in Kürze. Wir wünschen den Wettkämpfern viel Glück. So, alles eingestellt. Ich werde jetzt mal eine andere Rüstung anziehen, damit es witziger wird. Was nehmen wir denn mal? Inferno-Panzerung haben wir jetzt. Was hatte ich mir noch geholt? Den Cerberus-Sturmpanzer, genau. Verkleide ich mich mal wie die. An die Wettkämpfer. Vielleicht erkennen die mich ja gar nicht. Den Gewinn im Shop der Armex Arena in der Hauptlobby abzuholen. So, mal gucken. So, hier werde ich also gebeten, bestimmte Kämpfe zu bestreiten. Aber Reaper habe ich ja noch gar nicht. Damen und Herren, es ist Kampfabend in der Armex Arsenal Arena. Yeah. Serie 3 2 1 Runde 2
ist. Oh, wow. Coole Punktzahl. 3425. Nicht schlecht. Dieser Kampf wird Ihnen präsentiert von Erdville Ashland Energie. Mit uns läuft's. Wir liefern. Wow. 3425 Punkte. Na, cool. Yeah. So, ich soll also was für die Reaper erkämpfen, ja? Und da soll ich auch noch alleine kämpfen. Okay. Ich glaube, Reaper kann ich hier. Ja. Zack. Mache ich das gleich mal. So, aber ich soll alleine. Am Stand in der Hauptlobby wartet eine große Auswahl an Erfrischungen. In diesen Klamotten gewinnen? Das will ich sehen. Naja, also, du darfst natürlich nicht vergessen, dass... Machst du es oder machst du es nicht? Ich könnte dir dein Geld genauso gut auch gleich abnehmen. Also gut, ziehen wir es durch. Viel Glück, Kumpel. Viel Glück. Der nächste Kampf beginnt in Kürze. So. So, einen neuen Part. Prime Evil. Ja, das probieren wir jetzt mal. Mal sehen, ob uns da Dinosaurier entgegenkommen. Reaper, jawohl. Herausforderungswahl. Ja, Fußsoldaten, ja, hab ich nicht. Kann ich auch gar keine nehmen? Keine. Gruppenmitglieder, okay. So. Jetzt bin ich vorbereitet. Okay, ich alleine gegen die Reaper. Das wollten die ja unbedingt sehen. Dann kriegen sie das jetzt auch zu sehen. In Prime Evil. Finde ich ja witzig. Meine Damen und Herren, es ist Kampfabend in der Amex Arsenal Arena. Wie geil. Dieser Kampf wird Ihnen präsentiert von der Touristikabteilung der Citadel. Erleben Sie Geschichte, während sie gemacht wird. Yeah. So, jetzt dürfte ich denen ja ein bisschen was erfüllt haben. Das dürften sie ja gebrauchen können, was ich denen geboten habe. Möchte mal gucken, ob ich eine neue E-Mail bekommen habe von denen. Als Dankeschön oder sowas. So, ja, will ich, aber ich nehme erstmal Bronze. Umtauschen?
Weil hier sind ja noch drei Sachen drauf, die ich einlösen kann. Armex Classic? Den Pain Brain? Pain Train, so. Und Brimstone. So. In Bronze gibt es nichts mehr zu holen für mich. So, aber wenigstens die E-Mail will ich mir noch abholen. Ich hab verloren. Das hast du. Sogar dieses Hanar-Team hat deinen Score geschlagen. Haha. Wir haben zum ersten Mal gespielt. Man soll der nächste Kampf steht in Kürze. Wir wünschen den Wettkämpfern viel Glück. Einmal für Balavon und einmal für diese beeindruckende Vorstellung. Schon gut. Hier. Hey, da du ja nun flüssig bist, könntest du mir ein paar hundert Credits leihen? Wofür? Ich brauch... eine Ausrüstung. Und ein bisschen Medikamente. Balavon und Arya Tilok, die wechseln immer häufig. Die haben wohl gut zu tun. Das war Prime Evil. Armex Classic. Das würde als nächstes kommen. So. So, Javik hatte ich. Dann kommen jetzt Tali und Rex. Nehme ich jetzt mal mit. Achso, E-Mail. Bilder für den Einstieg da. Von Our20 Nachrichtenteam. Commander Shepard, wir haben großartige Aufnahmen aus dem Kampf extrahiert. Wie vereinbart erhalten Sie hiermit die Bezahlung für die Verwendung des Bildmaterials von Ihnen. Mit besten Grüßen, Lara J. DeLantern. Ausführende Produzentin Our20 mit Azad Carter. Aliens News Network. Cool. 5000 Credits, nur immerhin. Ja, machen wir das doch erstmal, wa? Ja, komm. Machen wir noch einmal Reaper. Und dann, ja, machen wir erstmal wieder was anderes. Der nächste Kampf beginnt in Kürze. Viel Spaß bei der Show. Danke. Werden wir haben. So. Ich will ja alles wenigstens mal gemacht haben. Und hier kann ich wenigstens schön ordentlich Kohle verdienen. Wie man gerade gesehen hat. So, Tali kriegt noch Sabotage. Jawohl. Rex kriegt auch noch was. Der kriegt noch ein bisschen Blutbad. Ah, mehr Schaden. Was? Was? Oh. Das ist ja doof. Na gut, dann kriegst du hier einen Radius. Mit deinen Granaten. Hm. Na gut. Meine Damen und Herren, es ist Kampfabend in der Amex Arsenal Arena. Okay. Ich bin soweit. Wo? Drei, wo? Da oben. 2, 1. Runde 1. Sogar ohne Munition. Aber jetzt brauche ich Munition. 4, 3, 2, 1. Achso. Letzte Runde. Ich hatte ja Munition jetzt gekriegt. Anscheinend. Kühlserie. 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Dieser Kampf wird Ihnen präsentiert von Rosenkopf Materials. Verschafft Vorteile im Einsatz oder einfach nur entspannte...
Unterhaltung. Oder sowas. Cool. Yes. Ich werde immer besser. So, jetzt kann ich ein bisschen was Silbernes kaufen. Was haben wir denn? Also, ich glaube, mal gucken. Was kann ich denn für Silber einlösen? Modifikatoren kann ich. Kein Medigel. Na klar, warum nicht? Die Möglichkeit muss bestehen. So, jetzt gehe ich aber erstmal wieder raus. Das ist aber nett. So, dann gehen wir doch erstmal raus. Ich kann es kaum erwarten. Echt? Ich auch nicht. So. Bei mir in der Butze sind ja ein paar Nachrichten von ein paar Leuten, die mich gerne treffen wollen würden. Da gehen wir doch erstmal hin. Nein. Genauso aus wie die anderen. Mit euch spiele ich nicht. Dam, 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 dam. So, wollen wir doch mal gucken. Wer möchte denn jetzt gerne mit mir was unternehmen? Da, 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 da. So, wieder zurück in der Butze. Hallo. Na, dann gucken wir doch mal. Ach, mein Volus. Mein Plüsch-Volus. So. Mittagessen. Es will jemand Mittagessen mitgeben. Von Com-Spezialistin Samantha Trainer. Cool. Commander, wie wär's mit einem gemeinsamen Mittagessen im Vergnügungsbereich der Citadel? Hoffentlich sieht man sich dort. Na gerne. Landurlaub-Aktivitäten. Von Edie. Shepard, ich hielt es als Teil meiner Ausbildung für angebracht, wenn Sie und ich gemeinsam an Ritualen teilnehmen, wie sie in allen Kulturen der Menschen vorkommen. Antworten Sie, dann können wir uns in Ihrem neuen Apartment treffen. Okay. Wie kann ich denn antworten? Ah, einladen. Edie einladen. Jo. Laden wir die Edie doch mal ein. Bum, 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 bum. Mal sehen, was er hat. Ui! Hallo, Edie. Shepard, ich dachte, wir könnten den Nachmittag damit zubringen, Besitztümer für unsere Kollegen zu erwerben. Okay. Shopping? Warum nicht? Irgendein spezielles Geschäft? Physikalische Nähe ist unwichtig. Das Extranet bietet eine größere Auswahl, ohne dass der Unterhaltungswert darunter leidet. Okay. Jeff hat mir seine Kreditkarte unter der Bedingung geliehen, dass ich Spaß habe und girly-mäßig umshoppe. Haben Sie denn kein eigenes Geld? Ich bin nicht offiziell angestellt und habe keinen gesetzlichen Status im Citadel-Sektor. Ein Verbrechen wäre schlecht für meinen Lebenslauf. Das ist richtig. Wie mein? Wir besorgen Ihnen bald eigenes Geld. Aber heute, was kommt zuerst? Na? Jeff würde sich über ein Geschenk bestimmt freuen. Was würden Sie empfehlen? Ich? Etwas, an dem Sie beide Freude haben. Was machen Sie gemeinsam? Die intensivste Interaktion haben wir beim Fliegen. Da fällt mir ein, er hat kein Skycar für Flüge im Präsidium. Oh. Hier, das 2187er Blackout ist mit einer Höchstgeschwindigkeit von 650 Stundenkilometern das leistungsstärkste Sport-Skycar seiner Klasse. Ohuhu. Das bringt Jokers Blut bestimmt in Wallung. 5 Jahre Garantie? Ersatzteile? Nein, halt! Was stimmt da nicht? Wir wollen nicht übertreiben. Der Beschenkte sollte dadurch nicht in den Ruin gestürzt werden. Bieten Sie eins. Verstehe. Also vielleicht für einen Tag oder ein Wochenende. Zum Beispiel. Wer kommt jetzt? Sie. Was? Augen schließen. Oh, okay. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ein Ring? Heiraten wir etwa? Nein. Ein Juwelier auf der Citadel stellt diese Stücke her. Aus Metallen von jeder Heimatwelt des Rats. Geil. Alle Metalle verbinden sich miteinander und verstärken den Ring. Er nennt sie Siegesringe. Oh, wie geil. Wegen der Materialknappheit gibt es nur wenige davon. Oh, Alter, ich krieg grad eine Gänsehaut. Wie geil. Selten ist schön. Einzigartig ist besser. Taxieren Sie mich etwa? Ja. Der Gedanke zählt. Und ihrer war wirklich schön. Oh ja. Die Formulierung kenne ich. Deswegen habe ich ein Resonanzdiagramm meiner Quantenbits aufgezeichnet, als ich die Idee hatte. Wenn Sie meine umfangreichen Logdateien lesen und meine Stickstoffzentren extrapolieren, können Sie den Gedanken präzise visualisieren.
Ein ziemlich weit hergeholter Witz, Eddie. Ja. Hat es wenigstens ein paar Sekunden geklappt? Nicht mal im Ansatz. Wer jetzt? Ich habe an etwas für Liara gedacht. Cool. Oh, das mit dem Ring, das finde ich ja echt geil. Ach, das war's schon. Wie Hammer! Trage ich den jetzt auch? Ich trage den noch nicht mal. Was bist du für einer? So einen geilen Ring? Wo ist der? Ich hoffe, der ist im Schlafzimmer auf dem Nachttischchen. Achso, hier ist ja gar kein Schlafzimmer. Achso, oder ist er hier irgendwo im Regal? Ach nee, wenn, dann müsste er hoffentlich bei mir auf der Normandy sein. Das ist ja ein geiler Ring. Boah, ich habe gerade voll die Gänsehaut bekommen. Wie geil. Von jeder geretteten Heim. Oh. Weia. Okay, zur Feier des Tages gehen wir jetzt ein bisschen mit Samantha essen. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, wo die saß. Irgendwo im Spaßzentrum. Ja, also im Sushi-Laden wird sie nicht sitzen. So viel ist dann schon mal klar. Aber ja, wo denn dann? Wo könnte sie denn sitzen? Ja, da hinten hat ja Jarvik gewartet. Ich glaube, die sitzt hier drin. Willkommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Auf Trainer warten. Ah, also doch hier. Okay, warten wir hier. Warten wir hier mal auf die liebe Trainer. Oh, da sitzt sie. Die spielt das Spiel, was ich nicht kann. Also nicht spielen konnte. Na? Lucien Gambit. Ist das Weltraumschach? Es heißt Kepesh Yakshi, Klinge der Nachtwinde. Die Asari spielen es schon seit... Wir waren zum Lunch verabredet. Ja. Yep. Es tut mir leid. Ich habe nur zum Spaß an dem Turnier teilgenommen und gedacht, ich fliege gleich am Anfang raus. Oh, keine Sorge. In höchstens 20 Zügen sind sie hier ganz bestimmt fertig. Oje. Tissusa. Was? Trainer, wollen Sie mir Ihre Fregatten nicht gleich geben? Ich kriege sie ja am Ende doch. Okay. Holgara Tissusa. Sie hat mich aus 4 Turnieren geworfen. Oh, okay. Das war, bevor Sie beim Galaktischen Krieg mitgearbeitet haben. Stimmt. Ich bin viel besser geworden, seit ich auf die Normandy kam. Mhm. Die übrigens eine Fregatte ist. Also gut aufpassen. Verstanden. Na dann, zeig mal, was du kannst. Samantha. Ah, verdammt! Ah! So viel zu ihrer Fregatte. Neurales Feedback. Hält einen davon ab, Figuren einfach zu opfern. Au. In ein paar Jahrhunderten könnten sie eine echte Gegnerin sein, Trainer. Man kann auf einem Kriegsschiff kaum trainieren, was? Mein Volk hat mehr Respekt vor großen Denkerinnen. Ich lebe recht gut davon, Asari-Jungfrauen durch dieses Spiel Taktik und Strategie beizubringen. Sie spielen also beruflich? Ich unterrichte durch strategische und taktische Simulationen. Ja. Spezialistin Trainer hier hat persönlich die Grissom Akademie und damit über ein Dutzend Studenten gerettet. Sie ist sicher ganz großartig, aber ihre letzte Fregatte ist trotzdem weg. Noch nicht. Aber durch diese letzte Fregatte fällt ihre Heimatwelt. Ja.
Danke, Commander. Und nochmals Entschuldigung wegen des verpassten Essens. Alles für eine gute Sache. Weitermachen. Oh ja. Okay, interessanter Zug. Gut, dass ich es nicht spielen muss. Aber einmal, ich will noch einmal hier diese Clown-Geschichte machen. Wunderbare Preise! Sie können gewinnen! Sie gewinnen! Ich will doch mal gucken, wegen des Hauptpreises, ob ich den noch mal gewinnen kann. Glückwunsch! Sie haben gewonnen! Was werden Sie gewinnen? Ach Mann, Mist. Gewinnen Sie einen Preis! Oh ja, der war nicht so toll, der Preis. Glückwunsch! Sie haben gewonnen! 500 Credits habe ich gewonnen. Was werden Sie gewinnen? Ach Menno, wollte ich doch gar nicht. Glückwunsch! Sie haben gewonnen! Ich glaube, es gibt keine Musik mehr. Sie gewinnen! Nee. Das ist wieder irgendein Trostpreis. Aber alle Musik habe ich eigentlich. Wenn ich jetzt noch mal. Glückwunsch! Sie haben gewonnen! Jetzt gibt's nur noch Credits. Sie gewinnen! Mist! Wieder zu spät gewesen. Wollen Sie es versuchen? Ja! Wir wollen es! Glückwunsch! Okay. Sie haben gewonnen! Ich scheine zumindest alle Musik eingesackt zu haben. Ist doch was. Okay. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das habe ich schon. So. Na, aber jetzt nochmal in die Arena, wa? Das macht ja richtig Laune. Na? Oh. Mein Gott, Platz 6. Ist ja gar nichts. Nee, mit den Hütchenspielern traue ich nicht. Na gut. Dann werde ich doch nochmal eine kleine Quest abarbeiten, die mir dort vielleicht wieder per E-Mail zugesandt wird. Da war doch Schiebung im Spiel. Wovon redest du da? Ah, schon wieder. Malavons Team hätte niemals gewinnen dürfen. Ja, ja, bla bla bla. Das sagst du nur, weil du verloren hast. Genau. Und du sagst das nur, weil du gewonnen hast. Pain Train. Kein Medigel. Plus 10%. Nehmen wir das doch mal. Ich habe bis jetzt sowieso kein Medigel benutzt. Großartig. So, dann nehmen wir Grunt und Jack. So, aber gucken wir erstmal. Was haben wir denn noch? Oh. Ihr vieläugiger Freund. Der nächste Kampf beginnt in Kürze. Wir wünschen den von Hour 20 Nachrichtenteam. Commander Shepard, wir haben erfahren, dass Sie einen lebenden Protean an Ihrer Crew haben. Wir sehen darin eine Gelegenheit für ein Medienevent, das die Moral der Galaxie stärken könnte. Aufnahme eines Proteaners im Kampf gegen Reaper wäre ein großartiges Symbol für den galaktischen Widerstand. Die Amax Arena bietet die Möglichkeit, das realistisch und doch risikolos in die Tat umzusetzen. Falls Sie daran interessiert sind, bringen Sie den Proteaner zur Arena und wählen Sie einen Reaper-Feind aus, von dem Sie glauben, dass Ihr Mann ihn besiegen kann. Den Rest erledigen wir. Im Anhang dieser E-Mail finden Sie die Formulare, die er unterschreiben muss, damit wir Bilder von ihm im Ratssektor benutzen dürfen. Mit besten Grüßen, Lara J. Delante. Ausführende Produzentin, Hour 20 mit Azad Charter. Allianz News Network. PS, falls er mal ein Interview geben möchte, sagen Sie ihm, dass wir das einrichten können. Falls er damit aufhört, unsere Zuschauer als dumme Primitive zu bezeichnen. Der nächste Kampf beginnt. Wir wünschen den Wettkämpfern viel Glück. Das kann ich nicht garantieren. Okay, nehmen wir Jack erstmal. Nein, nehmen wir Jack erstmal raus. Ach nee. Der nächste Kampf beginnt in Kürze. Viel Spaß bei der Show. Wo ist denn Jarvik jetzt? Ach da. Gut, dann nehmen wir Jack und Jarvik. Okay. Dann ist Jarvik auch dabei. Und Reaper habe ich sowieso eingestellt. Komm, und jetzt die Cerberus-Panzerung, die lege ich jetzt mal ab. Was hätten wir denn noch? Kollektoren-Panzerung.
Okay. Probieren wir doch mal aus. Los geht's im Pain Train. Na dann zeig mal, was du kannst, Pain Train. Sieht das gruselig aus. Oh, das haut doch wieder nicht hin. Da kommt Gesundheit. Ne, Stärke. Die Kräfte. Die Schockwelle, natürlich. Die Reichweite, jawohl. Aufladetraining. Dann gibt's auch den Warp. Ja. So, Warp gibt's auch. Ziehen gibt's noch. Achso, das kann ich nicht. Gibt's Warp-Munition. Ach, komm, zack. Okay. Meine Damen und Herren, es ist Kampfabend in der Amex Arsenal Arena. Yeah, ein Kollektor und ein Proteaner. Kämpfen mit einem Menschen gegen Reaper. Das ist doch bestimmt was wert. 5, 4, 3, 2, 1. Wie geht's los? 1. Runde 1. Ich habe jetzt schon 4000. Dieser Kampf wird Ihnen präsentiert von Rosenkopf Materials. Yeah. Verschafft Vorteile im Einsatz oder einfach nur entspannte. 4000 habe ich jetzt schon. Na, jetzt sollte ich wahrscheinlich noch ein bisschen höher gewandert sein. Was? Hey, wo warst du? Du hast einen großartigen Kampf verpasst. Ich habe mich angemeldet. Was? Im Ernst? Warum nicht? Wir schauen uns das Zeug ständig an. Es war höchste Zeit, auch mal mitzumachen. Genau. Moment. Ja, komm, erzähl. So, hier gibt's was Neues. Silberpreis einlösen, na, aber gerne. Spielerschilde verringert. Spielerschaden erhöht, ja, nehmen wir das. Ich werde es wahrscheinlich nicht benutzen, aber ich könnte, wenn ich wollte. So. Und? Oh, ich bin ja immer noch weiter hinten. Hier, Aria, die ist immer weiter oben. Das gibt's doch gar nicht. Ist auch schon bei 7000, die Säcke. So, Brimstone. Okay. Reaper macht eigentlich Spaß. Das mit dem Medigel, das war gut. So, Grunt. An die Kampfsimulator-Wettkämpfer. Bilder
Jacob. So. Aber Post habe ich auch. Oh. Ihr vieläugiger Freund da. Commander Shepard, ihr Proteaner Freund schlägt Wellen. Und was noch wichtiger ist, er gibt den Leuten Hoffnung. Im Anhang finden sie den Finderlohn dafür, dass sie ihn an Bord geholt haben. Mit besten Grüßen, Lara J. Dilettante, will ich mal sagen. Dilante, ausführende Produzentin, Hour 20 mit Azad Carter, Allianz News Network. Sehr gut. 5000 Credits, sehr gut. So. Ich bin immer hier. Echt? Im letzten Monat hatte ich den Highscore. Probieren Sie den auf gut Glück. An die Wettkämpfer. Das schaffe ich auch. Warte mal ab. So. So sieht das aus. So muss das sein. Okay. Jacob. Ja, komm, hier machen wir ihn hier. Dann Schild auf Ladezeiten. Jawohl. Und Gesundheit. Das passt. Brandmunition. Nee. Brandmunition mache ich noch nicht. Ziehen. Dauer. Machen wir ihn hier und aufpassen. Jawohl. Die Barriere kann er auch mal machen. Und schon. Genau. Dann noch ein paar Antigravitationsgranaten. So. Mehr geht nicht. Und Brandmunition kriegt auch noch einen. So. Dann hätten wir noch Grunt. Kroganischer Berserker. Der kriegt natürlich Waffenschaden, ist klar. Schildaufladungszeiten. Gesundheit. Betäubungsschuss kriegt der noch, jawohl. So. Sehr gut. Verstärkung kriegt er auch. Na komm schon. Nahkampfschadenbonus. Ja, der rennt doch bestimmt auch wieder auf die Leute zu. Wie es Rex schon macht. Splittergranate kriegt er noch. Ja, kriegt noch zwei mehr. Und Brandmunition. Ja, zack. Okay. Ich bin meine bereit. Damen und Herren, Brimstone. Es ist Kampfabend in der Amex Arsenal Arena. Okay, ich bin soweit. Gegen Reaper. 5, 4, 3, 2, 1. Runde 1 beginnt. Dieser Kampf wird Ihnen präsentiert von der Touristikabteilung der Citadel. Yeah. Erleben Sie Geschichte, während sie gemacht wird. Sehr gut. Okay. Ich nehme an, am Anfang spielen wir gegen Leute von Cerberus. Man will beim ersten Versuch ja nicht zu grob hinaus. Klar. Ja, wir sind schon bei den Reapern hier. Und machen das alles ohne Medigel. Gut, gell?
Silberpreis einlösen. Feindlicher Schaden erhöht. Ja, meinetwegen. So. Okay. Dann haben wir hier ja wieder ein bisschen im Silver Sunstrip ein bisschen aufgemischt, wollte ich gerade sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Jo. Dann würde ich doch mal vorschlagen, geht zurück auf die Normandy, damit wir dort hinten mal auch ein wenig weitermachen können. So. Hallo. Da bin ich wieder. Irgendwann. Tada. Oh, wie sehe ich denn aus? Zombie Shepard. Ah, scheiß Licht halt. Na gut. Okay. Ja, habe ich den Codex-Eintrag technisch was bekommen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Also, wir haben jetzt noch die N7-Kommunikationszentrum. Das habe ich auf jeden Fall jetzt als separaten Auftrag gekriegt. Das machen wir in der nächsten Folge. Dann müssen wir noch zu Horizon, genau. Auf der Citadel müssen wir noch die Party veranstalten. Und wir müssen noch von Dekuna was bergen. Und für die Citadel brauchen wir noch die Cerberus-Verschlüsselungen. Na, ein bisschen was ist noch zu machen. Nicht mehr viel, aber ordentlich. Aber es geht. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Dann würde ich vorschlagen, speichere ich doch mal. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um diese komische Cerberus-Anlage, die da irgendwo sein soll. Und ja, gucken wir mal, was uns dort erwartet. Also, bis denn dann. Tschüss.